Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und wie ihr in der Überschrift schon gesehen habt, geht es heute um einen Douglas Haul. Und ich habe dieses große Paket hier. Es ist nicht ganz so viel drin, aber ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den Produkten, was hier so drin ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den Goodies. Und ich habe zweimal bestellt. Und zwar habe ich einmal bekommen von Dr. Yard dieses Duo hier. Einmal eine Creme und einmal ein Liquid. Habe ich schon einmal da. Möchte ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann hatte ich hier drin von L'Oreal ein Nude Magic BB Cream. Heller Hauttyp. Sieht so aus. Und eine Age Perfect Creme von L'Oreal. Genau. Und das habe ich für meinen Freund ausgesucht, weil der Duft ist echt mega. Und das ist hier von Dior de Sauvage. Und ich liebe diesen Duft. Also man riecht jetzt hier, weil es noch nicht gesprüht ist, noch nichts durch. Aber so ein richtig schöner Männerduft und ich glaube, den werde ich ihm auch dieses Jahr zum Geburtstag schenken. Er hat nämlich im Juni und da werde ich auf jeden Fall mal gucken, demnächst wieder irgend so eine Prozentaktion oder Gutschein abwarten und dann bestellen, weil es ist nicht gerade günstig. Und da ich über einen gewissen Bestellwert gekommen bin und ich habe den zweimal, einmal habe ich ihn schon offen, einmal ist er jetzt noch original verpackt, ist hier dieser EOS Lip Balm. Und zwar ist es mit Limonengeschmack, wasserfester Schutz mit Lichtschutzfaktor 80. Ist natürlich jetzt gerade für den Sommer super optimal. Und der bleibt jetzt verschlossen und ich habe den, wie gesagt, schon einmal offen und der schmeckt richtig lecker nach Zitrone. Also ganz toller Geschmack. Und von der Pflege her finde ich den auch super. Aber da mag ich die EOS Lip Balm sowieso sehr gerne. Ja, da würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum ersten Produkt. Und das habe ich auch schon ausprobiert. Und zwar ist es von Love, die Guilty Eyes Fan Effect Mascara. Und ja, die ist sehr nass, muss ich sagen. Also sie macht super schöne und lange Wimpern. Ich habe mir dadurch, wie gesagt, weil sie auch so nass ist, gleich mal oben alles abgestempelt. Und die sieht so aus vom Bürstchen hier. Also die ist so ein bisschen abgerundet, wenn ihr das sehen könnt. Und macht richtig schöne lange Wimpern. Und hier steht drauf, volle Wimpern, ultimativer Lifting-Effekt, verbesserte Wimperntrennung durch speziellen Inhaltsstoff. Genau. Und das muss man auch sagen, das macht sie wirklich und sie macht richtig schöne Wimpern. Also ganz tolles Produkt. Und dann habe ich mir hier bestellt eine Maske, die ist neu. Und zwar ist die von Beauty Punch. Das sagt mir jetzt gar nichts, aber mich hat die Verpackung einfach so mega angesprochen. Und zwar ist es Goat Milk Garden Love Soothing Face Sheet Mask mit natürlichem Ziegenmilchextrakt für zarte und geschmeidige Haut. Ja, sieht so aus. Also wie gesagt, die hat mich von der Verpackung her mega angesprochen. Und ich bin echt schon gespannt, wie die Maske ist. Und freue mich schon aufs Ausprobieren. Als nächstes habe ich mir bestellt von Kérastase ein Denzimorphous Hyaluronic Glucopeptides, ein Haarschaum. Genau. Und der soll auch für Volumen sein und Feuchtigkeit spenden. Also hier steht hinten aufgepolstertes Pflegemousse, Volumen, Struktur, Spannkraft. Genau, auf das gewaschene Handtuch trockene Haar auftragen, Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln, einen Schaumball in der Größe einer Orange auf das Haar auftragen, nicht ausspulen, wie gewohnt stylen. Genau. Ja, habe ich auch schon ausprobiert. Also der Duft ist natürlich mega. Es riecht einfach nach Friseur und das finde ich ja sowieso klasse. Und ich finde, es macht schöne Haare. Es tut schon ein bisschen Volumen reinzaubern, aber noch nicht so optimal. Und ich habe mir auch noch eine neue Haarbürste bestellt. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Und zwar ist es eine von GHD. Da habe ich mir gedacht, die probiere ich jetzt mal aus.
weil ich schon länger nach einer guten Rundbürste suche und die von den Bewertungen her eigentlich gut abgeschnitten hat. Und die habe ich auch schon ausprobiert und die kommt hier in so einem schönen Schachtel vorbei. Und ich finde die halt vom Design her richtig, richtig schön. Also die hat hier hinten nochmal dieses GHD-Logo und ist auch richtig groß. Und mit der kann man halt aber trotzdem auch bei meinen Haaren super nah an den Ansatz gehen. Die greift richtig schön. Man kann sie runterdrehen und macht einen richtig, richtig tollen Job. Und ich liebe diese Haarbürste. Also ich finde die ganz, ganz toll. Einziges, was mich ein bisschen stört, ist hier diese Kante. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da bleiben manchmal ein bisschen Haare hängen und das tut schon weh. Also da muss man aufpassen, dass man wirklich nur auf diesem Bereich hier arbeitet. Aber ansonsten ganz, ganz, ganz tolle Bürste und die Haare trocknen dadurch wirklich wesentlich schneller. Und sie macht halt auch von der Verpackung her wirklich was her. Gut, bei dem Preis kann man auch schon ein bisschen was erwarten, finde ich. Genau, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit meiner Augenpartie, also sie ist sehr, sehr trocken und da suche ich schon wirklich lange nach einer guten, guten Augenpflege und hier habe ich mir jetzt mal bestellt, weil ich sie einfach ausprobieren wollte, von Kaiko Koshimaru Silk and Sakura Eye Cream und die ist auch, die wird auch in Deutschland hergestellt, also ist jetzt nicht irgendwie so ein Korea-Produkt, was ich zuerst gedacht hätte. Nein, es ist ein deutsches Produkt und hier steht hinten drauf, basierend auf der Geheimnis der weltweit seltensten Seidenart und dem in der japanischen Kultur stehenden Symbol für die Verehrung der Schönheit bildet Kaiko eine unvergleichbare Symbiose aus Koshimaru Silk und Sakura für ein vollkommenes Hauterlebnis mit einzigartigem und seidigem Ergebnis für eine jünger wirkende Ausstrahlung. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt für alle Hauttypen. Genau. Also, Verpackung ist schon mal mega schön. Und genau, was hier auch noch draufsteht, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Außergewöhnliche Pflege mit zartem Mousse-Charakter kann ich bestätigen. Speziell für die empfindliche Augenpartie, die durch Koshimaru, Silk und Sakura, nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure sowie ausgewählten pflanzlichen Emulgatoren neue Hautelastizität verleihen und mit Feuchtigkeit versorgen soll. Das Hautgefühl scheint weich und seidig, morgens und abends sanft in die gereinigte Augenpartie einklopfen. Also das kann ich auch bestätigen, also die Augenpartie fühlt sich nach dem Auftrag wirklich wunderbar sanft und gepflegt an. Und auch, also sie scheint aufgepolstert, also die Fältchen scheinen so ein bisschen weggepolstert zu sein. Und so sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier einmal diese Verpackung. Und die kann man hier einmal aufschrauben. Und dann haben wir hier auch nochmal so eine Abdeckung. Und so sieht das Produkt dann von innen aus. Und riecht halt ganz, ganz, ganz dezent, eigentlich fast parfümlos. Also ich finde den Duft jetzt sehr, sehr, sehr angenehm. Hier sind drinnen 20 Milliliter. Und genau, hier kommt es noch mit so einem Spatel, dass man sich die Creme schön rausholen kann, damit man nicht immer mit den Finger rein muss. Und aus dieser Serie gibt es noch eine Tagescreme und ein Serum. Genau, eine Tagescreme und ein Serumkonzentrat. Und die würden so ausschauen, also das ist die Augencreme, das ist die Tagescreme und das Serum. Also vom Design her auch mega schön, passt doch echt gut zusammen. Und ja, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall weiter testen und wenn es aufgebraucht ist, kriegt ihr auf jeden Fall noch mal eine Info von mir, wie ich im Allgemeinen das Produkt fand. Aktuell vertrage ich es ganz gut, also es brennt nichts, es tut nichts weh, es wird dadurch nichts irgendwie schlimmer. Wenn ihr irgendwie hier so trockene Augenpartien seht, ich habe letztens eine ältere Augencreme nochmal ausprobiert und ja, das war nicht so toll. Also daher kommt es jetzt nicht, sondern von einer alten Creme und die habe ich aber auch bereits entsorgt. Ja, und dann haben wir auch schon das letzte Produkt und das ist wirklich richtig, richtig teuer und ich habe echt lange überlegt, ob ich es bestellen soll oder nicht. Und zwar ist es von By Terry das Hyaluronic Future Powder. Und das soll ja auch sehr, sehr gut sein.
Und ich habe sie heute schon ausprobiert. Also so kommt das Puder daher, da sind 10 Gramm drin. Und diese 10 Gramm kosten 49,99. Jetzt habe ich aber Gott sei Dank so einen Gutschein von Douglas gehabt, mit dem ich mir 10 Euro gespart habe, also nur noch 39,99 gezahlt habe, was immer noch eine Menge Geld ist, aber ich finde es in Ordnung. Also wenn es wirklich so gut ist, wie es sein soll, ich habe es heute das erste Mal aufgetragen und gerade auch für meine Augenpartie, weil die halt auch feuchtigkeitsspendend sein soll, dieses Puder. Und ich muss echt sagen, es fühlt sich so mega sanft an die Haut und so richtig schön weich gezeichnet. Also gefällt mir echt, echt gut auf den ersten Blick. Und das kommt hier mit so einem, genau, zum Rausklopfen. Es klopft von sich einfach hier so einen Deckel rein. Und es ist sehr, sehr, sehr fein gepresstes Puder. Also man muss wirklich aufpassen, dass es nicht überall hin staubt. Und ja, aber bis jetzt bin ich echt mega zufrieden damit und ich werde es auf jeden Fall weiter testen und ich werde auch meine Augenpartie im Blick halten, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, das waren jetzt alle Produkte, die ich bei Douglas bestellt habe. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt noch weiter testen und freue mich schon aufs Ausprobieren, gerade bei der Maske auch. Und bin auch sehr gespannt, wie sich das bei Terry Puder weiterhin verhält. Und ja, ich würde sagen, ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und wenn ihr noch eine Benachrichtigung haben wollt, dann klickt doch unten auf die Glocke. Dann kriegt ihr auch eine Nachricht, wenn ich ein neues Video online stelle. Und ich würde jetzt aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!